Ja, da sind wir wieder. Guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unserer Webinarreihe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder so zahlreich eingeschaltet haben und möchte Sie heute kurz durch unser Programm führen und Ihnen zeigen, was wir für Sie zusammengestellt haben. Ja, bei uns heute zu Gast die Tradinggruppe 2.0, wieder mit Ingmar und Stefan. Und Stefan ist wieder einigermaßen genesen. Er ist ja beim letzten Webinar ausgefallen, leider kurzfristig. Und ja, eine positive Nachricht heute. Ja, für unser Geburtstagskind Ingmar finde ich sehr löblich, dass du an deinem Geburtstag uns beim Webinar unterstützt und es ja nicht abgesagt hast. Alles Gute nochmal von meiner Seite. Ja, mein Name ist Markus Landau. Ich bin hier bei der DZ Bank im Derivate-Team und übernehme heute die Moderation und möchte Ihnen zeigen, was Sie heute erwartet. Deswegen springe ich mal auf die zweite Folie. Ja, heute im Fokus Euro, Markus, S. ich muss dich jetzt auch Ja? direkt an meinem Geburtstag unterbrechen, aber das darf ich natürlich heute. Erstmal Mach vielen Dank für mal. deine Glückwünsche natürlich. Und da der Stefan letztes Mal nicht dabei war, durfte ich natürlich heute nicht ausfallen. Aber ich wollte dir eigentlich mitteilen, dass deine Folie noch nicht übertragen ist. Aus diesem Grund habe ich Oh, nur unterbrochen. das ist super. Dann habe ich das. Vielen Dank. Da werde ich jetzt ganz kurz umschalten. Vielen Dank. Moment, dauert auch nicht lange. Sollte gleich live sein. Dankeschön. So, jetzt ist sie Jetzt da. ist es da. Vielen Dank. Das ist die Nervosität, Lampenfieber und dein Geburtstag zusammengepaart. Dankeschön nochmal. So, jetzt sehen Sie die Folie Agenda. Und bevor ich anfange, genau, jetzt kann ich loslegen. Bei uns heute im Fokus Euro-US-Dollar und die Frage, ob sich dieses Währungspärchen kurz vor einer Abwärtsspirale befindet, sprich, ob der Euro eventuell in den nächsten Wochen, Monaten schwächeln wird, zurückkommen wird. Und das wollen wir heute uns anschauen. Dazu aber auch gleich dann gewisse Analysen. Weiterhin wollen wir uns anschauen, einen ja, gewissen allgemeinen Marktüberblick. Und dahinter verbirgt sich unter anderem natürlich der DAX, gewisse Edelmetalle, aber auch einzelne Aktien, die dann vom Stefan am Ende analysiert werden. Und deswegen vielleicht an Sie. Ja, den Wunsch, dass Sie den einen oder anderen Wert, der für Sie interessant wäre, in die Chatbox reinpacken und das auch jetzt gleich, damit der Stefan eine kleine Vorauswahl treffen kann. Ja, Trading-Setups haben wir auch wieder eins, zwei für Sie und Fragen wollen wir natürlich auch wieder zwischenzeitlich entweder ja, live direkt aufgreifen oder dann schriftlich im Chat beantworten. Ja, bevor wir jetzt weiter zu den, jetzt, Moment, jetzt spreche ich weiter zu den rechtlichen Hinweisen. Die muss ich ja auch immer vorlesen. Drei Spiegelstriche hier. Zum einen richtet sich das Webinar an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung mit Hebelprodukten. Und die Punkte, die wir hier zu Hebelprodukten besprechen, die Produkthinweise dienen nur zu Demonstrationszwecken, sind nicht als Empfehlung zu verstehen und ersetzen keine Beratung. Und ja, die Risiken, die Sie hier sehen, ist zum einen das Totalverlustrisiko und das Emittentenausfallrisiko. Und da sollten Sie mal auch ein Augenmerk drauf verschwenden. Ja, dann sind wir eigentlich schon mit der Einleitung durch. Ich bin sehr gespannt, was unsere beiden Referenten heute mitgebracht haben. Ich übergebe standesgemäß an den Ingmar und wünsche Ihnen natürlich ein interessantes, gutes und ja, ein Webinar, das Ihnen Mehrwert stiftet und melde mich dann auch gleich wieder zu Wort. Und ja, Ingmar, du hast die Folie schon live. Du kannst starten. Super, vielen Dank, Markus. Auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Abend. Freut uns sehr, dass Sie wieder so zahlreich mit von der Partie sind. Und zunächst einmal, bevor wir nachher auf den Euro-US-Dollar und verschiedene Edelmetalle schauen, wollen wir kurz auf den DAX blicken. Da hatten wir schon in den letzten Webinaren immer wieder aufgezeigt, dass die 14.000-Punkte-Marke so ein Anziehungspunkt ist, wie ein Magnet wirkt, von oben wie aber auch von unten. Das sieht man ja, dass wir zuletzt nochmal in diese Region um 13.300 Punkte zurückgefallen sind. Dann kam aber direkt wieder diese Aufwärtsbewegung. Das heißt, wir sehen, diese 14.000-Punkte-Marke ist weder nach unten verlassen worden nachhaltig, noch konnten wir uns nach oben wirklich absetzen. Wir haben zwar heute auch wieder gesehen, dass es ein neues Allzeithoch gab. Der DAX ist ja deutlich höher eröffnet. Es gab eine Kurslücke nach oben. Jetzt kam der DAX aber zuletzt wieder ein bisschen zurück. Wir stehen jetzt wieder knapp oberhalb der Marke von 14.000 Punkten. Und beim letzten Webinar hatte ich ja schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir weiterhin noch mit dieser 14.000-Punkte-Marke zu kämpfen haben. Wie ist aber der allgemeine Ausblick? Dazu wollen wir uns erstmal verschiedene Vorfilter wieder anschauen. Der Stefan wird ja nachher auf den Chart dann genauer eingehen und aufzeigen, wo eben charttechnische Marken liegen und wo man dort ein Trading-Setup herleiten kann. Zunächst einmal wollen wir hier nochmal auf die klassische Saisonalität gucken. Die
ist natürlich ab Ende Januar ganz klar positiv. Es geht nicht darum, um das direkt nochmal zu sagen, es geht nicht darum, hier einzelne Spitzen zu traden, also jetzt zum Beispiel Mitte Februar zu sagen, ich gehe short, Ende Februar wieder long, Anfang März wieder short und so weiter. Es geht darum, grundsätzlich zu erkennen, wann es Stärkephasen gibt und wann es Schwächephasen gibt. Und hier ab Ende Januar sehen wir einen ganz klaren Aufwärtstrend. Das heißt, hier in diesem saisonalen Chart über 30 Jahre sieht man, dass mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen ist, dass der Markt bis Mitte des Jahres steigen sollte. Ganz kurz nochmal auch zur Erklärung, was bedeutet eigentlich so ein saisonaler Chart? Wir sehen hier dieser Chart, der wird über 30 Jahre erstellt, von 1986 bis 2016. Und hier wird einfach jedes Jahr genommen und daraus der Durchschnitt gebildet. Und man versucht eben zu erkennen, wann gibt es gewisse Stärkephasen, wann gibt es eventuell Schwächephasen. Und da kennen ja auch viele dieses Sommerloch, wovon man immer wieder spricht. Das kann man dann natürlich ja wunderbar erkennen, dass dann ab Mitte Juli bis Ende September eher mit einer Schwächephase zu rechnen ist. Und dann kennen wir ja alle diese Jahresendrallye, über die man immer wieder spricht. Da sieht man dann auch in diesem saisonalen Chart, dass es hier ganz klar aufwärts zeigt. Aktuelle Situation also ganz klar von Ende Januar bis in den Juni hinein positiv. Dann wollen wir uns aber nicht nur das angucken, sondern zusätzlich noch den Vierjahreswahlzyklus. Den kann man sich anschauen, natürlich für den Dow Jones. Aber wir wollen das umgemünzt uns anschauen für den DAX. Also die US-Wahljahre und Nachwahljahre auf den DAX umgemünzt. Und wir hatten ja letztes Jahr ein Wahljahr in den USA, jetzt haben wir ein Nachwahljahr. Und hier eben auch dann ein Durchschnitt von 1957 bis 2009. Hier die Nachwahljahre und wieder einen Durchschnitt gebildet. Und was sieht man da? Prinzipiell sind Nachwahljahre sehr, sehr starke Börsenjahre. Bis Ende Februar oder sogar bis März geht man eher von einer Prognoseunsicherheit aus. Man sieht hier einen Seitwärtschart. Was bedeutet ein Seitwärtschart? Bedeutet eigentlich, wir haben keine Prognosesicherheit. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Markt zwingend seitwärts laufen muss, sondern es bedeutet, wenn wir uns vorstellen, wir haben 10 Jahre, 5 Jahre davon ist es gestiegen, 5 Jahre davon ist es gefallen, dann bedeutet das ja im Durchschnitt, dass wir seitwärts laufen. Und dann sieht man eben ganz klar, wir haben hier eine Seitwärtsphase, also eine Prognoseunsicherheit. Aber ab Ende Februar bis hier auch in den Sommer zumindest mal hinein und später sogar bis zum Jahresende sehen wir ja, dass der Trend ganz klar aufwärts zeigt für diese Nachwahljahre. Heißt also, wenn ich nur auf diese beiden Charts blicke, auf die Nachwahljahre und auf die klassische Saisonalität, da muss ich zumindest mal davon ausgehen, dass es dieses Jahr ein starkes Börsenjahr geben könnte. Und ich weiß, dass viele darauf spekulieren, dass der Markt mal deutlicher korrigieren sollte. Aber wir haben es zuletzt gesehen, es gab eine Korrektur Richtung 13.300. Danach ist der Markt direkt wieder 700, 800 Punkte angestiegen. Heißt also, auch hier sehen wir wieder, jede Korrektur wird im Endeffekt zum Einstieg genutzt. Deshalb sehen wir das Ganze auch im Sentiment. Wir haben hier mal den Fear and Greed Index, also den Angst- und Gier-Index für die USA, für den S&P 500. Und wir sehen auch, dass wir hier in keiner übertriebenen, extremen Gier-Situation sind. Wir sehen hier eine Skala. Extreme Fear heißt natürlich extreme Angst. Die Marktteilnehmer sind dann sehr besorgt, dass die Märkte weiter fallen. Oder wenn sie extrem gierig sind, dann gehen sie eben davon aus, dass die Märkte sehr stark steigen sollten. 50 ist dann eben neutrales Niveau. Und wir sehen, dass sie leicht gierig sind aktuell, aber es ist kein Extremniveau. Das würde also nicht dagegen sprechen, dass die Märkte jetzt noch weiter ansteigen könnten und wir dann in so eine Art Hype-Situation reinkommen könnten, wo der Markt eben von einem Hoch zum nächsten ansteigt. Wir sehen das zwar in einzelnen Werten natürlich, das hat ja jeder mitbekommen, in GameStop, in BlackBerry, in teilweise AMC oder Nokia-Aktien, dass dann immer kurzfristig diese Spekulanten reinkamen und wir auch diese Übertreibungen teilweise sehen, aber eine Übertreibung über den gesamten Markt sehen wir momentan noch nicht, wenn man zumindest auf diese Indikatoren schaut. Von daher ist es durchaus denkbar, dass wir jetzt nochmal eine ganze Schippe oben drauflegen können, dass wir hier im DAX die 14.000-Punkte-Marke hinter uns lassen, zumindest ab Ende Februar, Anfang März einen deutlichen Auftrieb sehen könnten, weil dann zeigt ja nicht nur die klassische Saisonalität aufwärts, sondern auch die Nachwahljahre. Spricht also viel dafür, dass wir da nochmal, wie gesagt, deutlich ansteigen und dann werden auch mehr und mehr Trader wieder in den Markt kommen, werden sagen, okay, es scheint eben nicht mehr zu korrigieren. Ich muss jetzt versuchen, dort irgendwo noch einen Einstieg zu finden. Aber man muss aufpassen, es gibt natürlich auch Signale, auf die wir jetzt gar nicht zu sehr eingehen wollen, aber es gibt Signale, dass
dass viele schon auf Margin, deutlich auf Margin handeln, also mit Kredit, Wertpapierkrediten in den Markt kommen. Und da, das ist ein bisschen beängstigend, das muss man ganz klar sagen. Aber nichtsdestotrotz kann das durchaus sein, dass das Ganze hier noch ein halbes Jahr oder ein Jahr weitergeht oder vielleicht noch länger und dann erst der große Crash nach unten kommt. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was der Stefan sagt, wie er die ganze Situation charttechnisch einordnet. Zumindest von den Vorfiltern sollte man davon ausgehen, dass hier eben nochmal richtig Schwung nach oben im Aktienmarkt aufkommen könnte. Ja, genau. Hallo nochmal von meiner Seite. So, jetzt habe ich auch den richtigen Monitor gefunden. Da sollte jetzt der DAX auf monatlicher Basis zu sehen sein. Ich beginne in dem Fall zunächst mal mit der monatlichen, mit der langfristigen Basis, um da einfach übergeordnete Trends erkennen zu können. Ich habe mir auch schon Ihre Fragen da übrigens angeguckt, habe da schon den einen oder anderen Wert vorbereitet. Da kann ich dann im Laufe des Webinars dann auch auf viele Werte dann nochmal eingehen. Ich hoffe, dass ich alle durchbekomme. Es sind noch sehr viele Fragen reingekommen. Aber zunächst, wie gesagt, der DAX. Da sieht es auf monatlicher Basis auf den ersten Blick mal ganz gut aus. Wir hatten hier eine Übertreibung im Jahr 2015 beziehungsweise Ende des Jahres 2019 drin. Das ist auch hier von dem Indikator, das hier ist der MACD auf Monatsbasis zu erkennen. Im Prinzip hatten wir da schon ein negatives Signal drin durch eine negative Divergenz. Das heißt, wir haben steigende Hochpunkte hier im DAX auf der monatlichen Seite und fallende Hochpunkte im Indikator selbst. Jetzt sind wir dann mit der Bewegung des vergangenen Jahres sind wir wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt, während wir zuvor eben extrem überhitzt waren auf der langfristigen Seite und haben jetzt auch hier wieder erste Kaufsignale generiert und der DAX belohnt das Ganze natürlich mit neuen Allzeithochs. Da haben wir heute Morgen dann eins gesehen und das sieht erstmal soweit ganz gut aus. Aus von der monatlichen Basis. Und das ist mir eben wichtig, dass man die Information einfach mal mitnimmt, wenn man auf dem großen Spielfeld sozusagen sind und den langfristigen DAX anschauen, welcher übergeordnete Trend gibt's da? Denn wenn ich mich gegen so übergeordnete Trends stemme und dann werde ich in der Regel langfristig verlieren. Und das sieht eben momentan ganz gut aus. Allerdings hat Ingmar ja schon erwähnt, wir sind da schon so ein bisschen, oder es gibt schon so Anzeichen dafür, dass es allmählich etwas heiß wird. Und ja, wer da über viele Jahre an der Börse aktiv ist, der kann da vielleicht die eine oder andere Parallele ziehen. Auch was jetzt beispielsweise zuletzt diese Zockerei mit GameStop oder was alles, BlackBerry, Nokia, was da alles betroffen war davon, AMC. Diese Dinge, die passieren in der Regel, wenn die Aufwärtsbewegung am Markt schon fortgeschritten ist. Das heißt, das ist eigentlich nicht ganz neu, dass da irgendwelche Penny-Stocks nach oben gejubelt werden, sondern das gibt's alle Zeit lang mal wieder. Allerdings eben in einer neuen Verpackung. Dieses Mal war es eben irgendein Board im Internet oder eine Gruppe, die sich da gebildet hat. Das, wie gesagt, das gibt es schon 20, 30, 40 Jahre, dass da immer mal wieder dann, wenn die Märkte weit gestiegen sind und die Gier der Anleger dann entsprechend groß ist, dass dann eben solche Werte dann entsprechend nach oben steigen. Für mich ist es immer ein Anzeichen dafür, dass wir da so langsam in die Endphase der aktuellen Aufwärtsbewegung reinlaufen und man sieht es auch hier am Wochenchart, wir sind hier zwar jetzt nach oben rausgelaufen, allerdings fehlt mir hier so ein bisschen die Dynamik, wir haben so ein kleines, ja, oder wir bilden hier so ein kleines Verkaufssignal vielleicht schon wieder aus und wie der Ingmar schon gesagt hat, von der Saisonalität her sieht es ja eher dann im April dann nach weiter steigenden Notierungen aus. Ich habe hier den DAX nochmal auf der Tagesbasis. Da sieht man auch die Bewegung von heute beziehungsweise von diesem Jahr nochmal. Da fehlt so ein bisschen an Dynamik nach oben raus. Und da der Februar und beziehungsweise bis Mitte März in der Regel eher mit einer Seitwärtstendenz, vielleicht leicht fallende Kurse zu rechnen ist, kann es natürlich sein, dass wir hier nochmal so leicht nach oben rausgehen, dann wieder zurückfallen, dann werden sozusagen da ein paar Stoppkurse abgeräumt und danach geht es dann im April nochmal weiter nach oben. Die Bewegung kann dann gerne auch bis Ende Juli anhalten und dann kommt ja, wie gesagt, die saisonal schwächere Phase August, September, wo dann eher wieder mit fallenden Kursen zu rechnen ist. Und
Ich schiebe dir mal ganz kurz nochmal, Ingmar hatte den Fear and Greed Index schon drin. Ich nehme hier mal das Sentiment von dem Joachim Goldberg. Das ist auf der Seite der Deutschen Börse abrufbar. Und das ist vom letzten Mittwoch. Und da sieht man, dass eben die Stimmung sowohl bei den institutionellen wie auch bei den privaten Anlegern hier wieder etwas angestiegen ist im Wochenverlauf. Und das ist natürlich dann was, wo man so ein bisschen vorsichtig sein sollte. Jetzt, wie gesagt, auf Wochenbasis. Deswegen, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der DAX im Februar da gleich durchstattet, sondern ich rechne da eher damit, dass wir da bis Mitte März nochmal so ein kleines Hin und Her haben, dass wir da vielleicht die 13,4 nochmal sehen werden. Und viel weiter sollte es allerdings nicht runtergehen, denn das Problem ist, wir haben hier das letzte markante Zwischentief drin und dann sind wir auch schon bei der 13.000 und spätestens, wenn die unterschritten werden sollte und dann zeigt die Richtung klar nach unten, dann haben wir per Definition auch ein Trendwendesignal drin. Das müsste natürlich dann noch bestätigt werden, aber normalerweise setzt sich ja, wenn man das eben definiert, ein Aufwärtstrend durch steigende Tiefpunkte zusammen und wenn eben das letzte Zwischentief unterschritten wird, dann habe ich normalerweise auch einen Trendwechsel drin. Gibt natürlich immer mal wieder so viele Signale, wie wir im vergangenen Oktober hatten. Aber da muss man eben gucken, wie man das Ganze dann mit einbaut. Kein System hat eine 100%ige Trefferquote. Aber wie gesagt, diese Trendstrategie, die kommt nicht von mir, die kommt vom Charles Dow. Der hat die vor über 100 Jahren entdeckt und die funktioniert im Großen und Ganzen schon ganz gut. Damit kann man zumindest Trends mal definieren. Und wie gesagt, wenn dann der Kurs jetzt da entsprechende Marken reißen würde nach unten und dann ist eher davon auszugehen, dass sich diese momentan etwas zu positive Stimmung dann entlädt und dann, dass wir da sozusagen ins Gegenteil zurückpendeln und dass wir da eher in den Panikmodus verfallen. Und das ist allerdings dann wieder interessant, weil man dann wieder attraktive Kaufkurse hat. Aber wie gesagt, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe da nochmal in den Tageschart rein, in den Stundenchart rein. Da sieht man noch mehr Details und da sind auch eben diese steigenden Tiefpunkte mit drin, die ich erwähnt habe. Und da haben wir eben, wie gesagt, so bei rund 13.300 ist da eine Marke drin, wo eigentlich nicht unterschritten werden sollte. Markant ist dann allerdings wirklich dieser Bereich hier um 13.000. Und da ich davon ausgehe, dass wir bis Mitte März nochmal ein kleines Stück nach unten kommen, wird sich dann eben so ein Limit irgendwo bei 13.400 auf der Longseite mit einer Absicherung hier bei 12.900 anbieten. Und wenn es dann wirklich nach oben weitergeht, dann nehme ich mal eine andere Farbe. Und wenn wir hier dann weiter nach oben steigen und dann müsste natürlich der Stoppkurs immer unter die letzten Tiefpunkte weiter nachgezogen werden. Das können wir natürlich dann wieder behandeln im Zuge der Webinarreihe, wenn wir wieder dran sind. Aber wie gesagt, aktuell wäre jetzt ein schönes Trading-Setup im Hinblick darauf, dass normalerweise das zweite Quartal dann eher positiver ist, wäre so eine Abfischen-Order drin. Der DAX kommt noch ein kleines bisschen zurück, hier mit 13.400 für eine Long-Position, Stoppkurs 12.900 und nach oben hin dann auf Sicht der kommenden Monate, zunächst mal bis Ende Juli und wenn man es dann vielleicht, muss man eben gucken, wie negativ der August und September werden, wenn man dann das letzte Quartal noch einbezieht, dann könnte der DAX schon weiter in Richtung 15.000 laufen. Allerdings, wie gesagt, ich habe schon darauf hingewiesen, insgesamt dürfte sich die Bewegung in einer Art Endzone befinden. Ingmar hat es auch schon erwähnt, es kann noch ein Jahr dauern, bis es da dann mal etwas stärker rumpelt. Aber das Ganze sollte man eben berücksichtigen und deswegen ist es eben extrem wichtig, dass man seine Long-Positionen entsprechend absichert und nicht nur mental absichert, sondern man muss sich auch dran halten. Und wenn man das eben mental nicht kann, dann sollte man eben eine Absicherung in den Markt legen. Die wird dann automatisch ausgeführt, wenn die entsprechenden Marken unterschritten werden. Und so ist man dann zumindest auf der sicheren Seite und schaut nicht den dahin schmelzenden Gewinnen dann weiter zu, die dann wahrscheinlich irgendwann im Verlust enden. Und das ist das, was die meisten Anfänger eben machen. Die kaufen zu hoch und schauen dann zu, wie der Kurs nach unten wegläuft, setzen keine Stoppkurse und dann wird hoch gekauft und tief verkauft, wenn die Schmerzen am größten sind. Und dann dreht natürlich der Kurs ganz weit unten wieder und dann
sagt man, die Börse ist böse und wendet dem den Rücken zu, wobei es eigentlich daran liegt, dass man viel zu teuer eingekauft hat und viel zu billig dann wieder rausgegangen ist. Und das ist eben das allergleiche Phänomen, das aktuell bei der GameStop-Aktie jetzt auch zu beobachten ist. Das sind viele halt irgendwo bei 300 rein oder so und sitzen jetzt richtig dick auf Verlusten. Und da ist auch kein Stoppkurs platziert worden und die Titel werden dann weitergehalten. Das System ist antiquiert von der GameStop-Aktie und deswegen sollte man da vielleicht eher mal die Verluste realisieren, solange sie noch irgendwo Geld darstellen. Und das Gleiche ist dann eben beim DAX auch so, dass das Verluste klein halten und Gewinne laufen lassen. Und damit übergebe ich dann wieder an den Ingmar mit dem Trading Setup. Ich wiederhole es nochmal kurz, bevor ich dann übergebe. Wie gesagt, Limit so 13.400, Stoppkurs 12.900 und mit den Zielen dann nach oben hin zunächst die 14.2 und dann im weiteren Jahreslauf bis hin zu 15. Das wäre möglich und der Ingmar zeigt Ihnen dann, mit welchem Produkt man sowas beispielsweise auch handeln kann. Super, du hast gerade schon gesagt, Stefan, vielleicht auch nochmal kurz als kurze Zusatzinfo, du hast natürlich vollkommen recht, wenn man eine Trading-Strategie herleitet, dass man entsprechend Stops platzieren sollte. Ich denke, bei so Aktien wie GameStop und so weiter ist hier auch jedem klar, dass man das mit Stops auch fast vergessen kann. Die Aktie ist ja an einem Tag teilweise um 50-60% hin und her geschwankt. Wenn man da einen zu engen Stopp gesetzt hat, dann ist man auch schnell rausgeflogen. Danach ist die Aktie wieder 50-60-70-80% gestiegen. Dann ging es wieder in die Gegenrichtung. Ich würde eher dazu tendieren, ich mache sowas teilweise auch mal, dass ich dann da ein bisschen mit ein bisschen Geld reingehe, um sowas mal zu traden. Das Wichtige ist einfach nur, dass man weiß, es ist ein Spiel dann, es ist einfach ein kleiner Zock, den man mal versucht mitzunehmen. Das hat nichts mit großer Trading-Erfahrung oder Trading-Setups zu tun, die man sich da irgendwie herleitet, sondern es sollte dann klar sein, dass man sagt, okay, von meinem Depot, da bin ich bereit, XY Euro mal einzusetzen, aber wenn sie weg sind, sind sie halt weg. Und wenn es gut läuft und die GameStop-Aktie verzehnfacht sich oder verzwanzigfacht sich oder was auch immer, dann hat man einen schönen Gewinn gemacht. Das sollte man, glaube ich, immer beachten bei solchen Sachen. Dann genau, immer wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das ist gerade bei den illiquiden Aktien kann es halt eben sein, also der Kurs setzt sich ja zusammen, indem sich Käufer und Verkäufer treffen und wenn eine Aktie eben den letzten Kurs bei 300 hat und den nächsten bei 100 und dann mein Stoppkurs ist bei 290, dann werde ich eben erst zu 100 ausgeführt. Deswegen sind Stoppkurse bei illiquiden Aktien natürlich immer ein bisschen gefährlich, aber wir konzentrieren uns ja auf die Basiswerte von denen, auf die es eben Turbo-Optionsscheine oder Optionsscheine gibt. Und da ist natürlich etwas mehr Liquidität drin. Und deswegen bietet es sich da natürlich auch an, da vielleicht dann mit den Stoppkursen zu arbeiten. Und wer natürlich zocken möchte, das sind dann aber ganz andere Regeln. Das ist nicht das, was ich jetzt unter langfristigen Vermögensaufbau verstehe, sondern das ist reine Zockerei. Und dessen sollte man sich auch bewusst sein. Ja, aber nichtsdestotrotz, als letzten Satz noch dazu, ich finde es trotzdem auch eine sehr spannende Zeit, muss man sagen. Gerade was in diesen Aktien passiert ist, ist auch, glaube ich, ganz interessant, einfach mal dabei zu sein, auch wenn man vielleicht nur zuguckt von der Seitenlinie. Aber es ist natürlich eine ganz interessante Zeit, in der wir uns momentan befinden. Gerade für diejenigen, die vielleicht neu dazugekommen sind, ist das ja Neuland, dass sowas passiert. Ich meine, wir kennen das in abgeschwächter Form, der Stefan und ich natürlich schon aus den Jahren 1998, 99, 2000. Stefan vielleicht auch noch ein bisschen länger von den Jahren davor. Aber das ist natürlich super interessante Börsenzeiten. Nur man muss immer wissen, dass das natürlich dann in einer anderen Kategorie läuft. Aber man sollte es auf jeden Fall angucken, weil es natürlich durchaus interessant ist, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Bevor wir jetzt zum Euro-US-Dollar kommen, möchte ich noch mal ganz kurz zeigen, wie man hier auf der Seite der DZ-Bank dann natürlich entsprechende Derivate auf den DAX raussuchen kann. Wir sind hier auf dzbank-derivate.de. Dann klicken wir einfach auf Produkte und haben dann hier unter der Rubrik Hebelprodukte die Möglichkeit zu unterscheiden, ob wir ein Endlos-Turbo haben wollen, ein Mini-Future oder ein Turbo. Turbo ist ein Produkt mit Laufzeitbegrenzung. Ein Mini-Future hat keine Laufzeitbegrenzung, läuft also so lange, bis er ausnockt oder das Produkt irgendwann fälliggestellt wird. Und ein Endlos-Turbo ist auch ein Turbo ohne Laufzeitbegrenzung. Bei Mini-Future haben wir noch eine vorgelagerte Stop-Loss-Schwelle. Aber wir wollen da jetzt auch gar nicht zu tief in die Produkte reingehen, sonst würde die Zeit nicht ausreichen. Nur, dass man weiß, man kann in diesen drei Kategorien natürlich versuchen. Und wichtig auch hier wieder, wenn man sich ein Produkt raussucht, dass man natürlich weiß, was man da handelt.
Ich hatte es ja schon beim letzten Mal immer wieder auch gesagt, dass ich denke, es ist sehr, sehr wichtig natürlich, dass man auch die Produkte versteht. Ich kriege das ja immer wieder mit, dass Personen Hebel von 50 zum Beispiel kaufen und wissen gar nicht so richtig, was der Hebel von 50 bedeutet oder 100. Das bedeutet eben, wenn der Markt sich um 1% bewegt, also der DAX in diesem Falle, dann bewegt sich eben ein Hebelprodukt mit Hebel 50 um 50%. Bei einem 100er Hebel um 100%. Heißt also, es läuft 1% für mich, habe ich einen Verdoppler. Es läuft 1% gegen mich, habe ich einen Totalverlust. Und das muss man sich natürlich immer wieder vor Augen halten. Von daher sagen wir ja immer wieder, dass es tendenziell sinnvoller ist, gerade bei Swing-Trading-Strategien, also Strategien, wo es darum geht, Wochen oder Monate sogar in einem Trade drin zu bleiben, dass man den Hebel lieber kleiner wählt und nicht jetzt mit einem Hebel 100 reingeht und denkt, so, das wird dieser eine Jackpot-Trade. Weil dass man jetzt vermutet, man geht irgendwo in den Markt rein und der Markt läuft direkt in meine Richtung, nachdem ich eingestiegen bin. Das ist, glaube ich, Wunschdenken. Ich weiß, dass sowas oft auch verkauft wird. Man zeigt immer auf, na, du hättest doch nur hier einsteigen müssen. Danach ist der Markt doch explodiert und hätte und wäre. Sagen wir immer, das sind ohnehin die reichsten Personen an der Börse. Man muss sich überlegen, wie oft schafft man das, dass man einsteigt und der Markt nicht mal 1% gegen einen läuft. Das kommt so gut wie nie vor. Also in ganz, 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 ganz wenigen Fällen kommt das mal vor, dass man reingeht und direkt läuft der Trade in die richtige Richtung. Von daher lieber mal den Hebel etwas kleiner wählen und dem Markt auch ein bisschen Spielraum geben. Das Ganze kann man ja natürlich über die Positionsgröße dann regeln. Und beim letzten Mal haben wir ja auch länger über die Discount-Optionsscheine gesprochen, als wer da Interesse hat. Das Webinar wurde ja aufgezeichnet und ist auch abrufbar. Dann kann man sich das nochmal angucken, weil wir hier auch die Möglichkeit haben, solche Seitwärtsphasen auszunutzen. Also wenn der Markt seitwärts läuft oder leicht gegen mich läuft oder für mich läuft, kann ich da positive Renditen erzielen. Da haben wir ja beim letzten Mal sehr lange darüber gesprochen. Ich hatte das ein oder andere Beispiel gezeigt. Wenn man davon ausgeht, wie ich ja gesagt habe, dass wir bis März vielleicht noch in so einer Seitwärtsphase um die 14.000-Punkte-Marke laufen, dann kann es durchaus Sinn machen, nicht im Turbo-Bereich zu gucken, sondern im Discount-Optionsscheinbereich. Und dann haben wir eben ein positives Theta, einen positiven Zeitwertverfall sozusagen. Und das ist ja auch durchaus was, oder können diesen haben, sagen wir es so viel mehr. Und das ist ja auf jeden Fall etwas, was sehr interessant ist, wenn man nicht immer darauf spekulieren möchte, dass es genau dann in meine Richtung direkt läuft. Dann ganz wichtig, gibt es natürlich noch die X-DAX-Turbos. Da muss man nur wissen, diese können ausnocken zwischen 8 Uhr und 22 Uhr. Die klassischen Turbos auf dem DAX nur zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr plus Schlussauktionen, also ca. 17.45 Uhr, also nur zu offiziellen Xetra-Handelszeiten. Aber wollen wir einfach mal gucken, wenn wir jetzt mal sagen, wir suchen mal nach einem Endlos-Turbo, wie das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt hier die Endlos-Turbos angeklickt, klicken hier bei Kategorie auf Indizes und wenn das Ganze geladen hat, drücken wir bei Basiswert auf DAX und haben dann die Möglichkeit eben zu sagen, wollen wir Long investieren oder Short, also Long auf steigende Kurse, Short auf fallende Kurse. Wir hatten jetzt gesagt, wir wollen Long gehen und dann sieht man ja, wie viele Produkte hier angeboten werden. Also jeder sollte hier fündig werden, gefundene Produkte 375 und jetzt können wir einfach mal schauen. Der höchste Hebel, der angeboten wird momentan, ist 100,75. Der kleinste ist 1,52. Und in dieser Region gibt es eben 375 Produkte dazwischen, die man sich anschauen kann, beziehungsweise dazwischen dann natürlich 373 zwischen den beiden. Und da sollte dann jeder entsprechend fündig werden. Wollen wir als nächstes auf den Euro-US-Dollar schauen. Hier zunächst mal ein Blick auf das Sentiment. Das Sentiment dient ja für uns als Kontraindikator. Bedeutet also, wenn die Marktteilnehmer sehr, sehr positiv gestimmt sind, also sehr bullig sind, davon ausgehen, dass der Markt weiter steigt, dann wollen wir eher einen Short-Einstieg suchen, also auf fallende Kurse spekulieren, weil wir eben davon ausgehen, zum einen, die Marktteilnehmer in der Masse liegen eher auf falsch, also die kleineren Trader. Und der zweite Faktor ist, wenn ich mir vorstelle, wir haben 100 Leute und ich mache eine Befragung, geht ihr davon aus, der Markt steigt oder der Markt fällt. Und mir sagen 95% der Leute, der Markt wird steigen. Dann kann ich ja Rückschlüsse darauf ziehen, dass diese 95% möglichst natürlich schon long im Markt unterwegs sind. Weil das wäre etwas schizophren und etwas merkwürdig, wenn mir 95% der Leute sagen würden, wir gehen davon aus, der Markt steigt, aber würden sich short positionieren und fallende Kurse setzen. Das macht ja keinen Sinn. Also durch diese Umfragen versuche ich einen Rückschluss darauf zu ziehen, wie die Personen im Aktienmarkt unterwegs sind oder in den entsprechenden Basiswert, in diesem Fall jetzt Euro-US-Dollar. Heißt also, wenn 95% schon im Markt auf der Long-Seite unterwegs sind, wer soll denn den Markt noch weiter nach oben schieben? Es gibt ja nur noch diese 5%, die den Markt noch weiter nach oben treiben können. Ganz im Gegenteil, was wird man irgendwann sehen, wenn wir in so eine Übertreibung reinkommen? Wir werden sehen, dass irgendwann der Markt anfängt, seitwärts zu laufen.
Und dann fangen Personen dieser 95% an, die Position abzubauen, gehen sogar vielleicht dann short, drehen ihre Positionen oder setzen enge Stops und sagen, na gut, wenn es da unter diese Konsolidierung fällt, dann möchte ich aussteigen. Und auf einmal fängt das Ganze an, sich umzukehren und wir sehen, dass ein neuer Trend beginnt. Und das genau wollen wir eben erstmal rausfinden bei der Sentiment-Analyse. Und wir sehen ja hier beim Euro-US-Dollar, dass wir ein sehr, sehr bullisches Sentiment hatten. Die Marktteilnehmer also davon ausgingen, dass der Euro-US-Dollar weiter ansteigen sollte. Ganz wichtig, die ganzen Vorfilter, die wir uns angucken, sind keine perfekten Timing-Instrumente, sondern es geht nur darum, zu erkennen, in welcher Verfassung ist der Markt und das Timing findet anschließend über die Charttechnik statt. Und es ist ja durchaus interessant zu sehen, Anfang 2020, was ist zuvor passiert? Euro-US-Dollar ist gefallen, Marktteilnehmer waren sehr, sehr bearish, gingen also davon aus, dass der Euro-US-Dollar fallen sollte. So, was danach passiert? Bodenbildung, danach Gegenbewegung nach oben. Nachdem es jetzt diese deutliche Gegenbewegung gab, sind die Marktteilnehmer auf einmal sehr, sehr bullig und gehen jetzt davon aus, es sollte weiter steigen. Weiteres Beispiel 2018. Was ist zuvor passiert? Euro-US-Dollar massiv gestiegen. Marktteilnehmer super bullig, gehen davon aus, es muss so weitergehen. Was passiert? Top-Bildung, danach geht es deutlich abwärts. Und das ist genau das, was ich meine. Man sieht zwar, manchmal findet es schon früher statt, dieses bullische Sentiment. Danach geht es nochmal eine Etage höher. Aber sehr, sehr häufig ist zu erkennen, dass dann doch eine deutliche Korrektur einsetzt. Auch hier nochmal der Fall. Wir sehen hier diesen deutlichen Abverkauf vom Euro gegenüber dem US-Dollar über einen längeren Zeitraum. Und dann plötzlich waren die Marktteilnehmer so bearish wie nie zuvor in dieser Historie, gingen davon aus, es müsste jetzt weiter fallen. Kann sich vielleicht der ein oder andere noch daran erinnern, dass man dann gesagt hat, naja, jetzt ist die Parität ja nur noch eine Frage der Zeit. Und was ist passiert? Es gab diese Gegenbewegung, beziehungsweise der Markt ist relativ lange auch seitwärts gelaufen. Und das ist natürlich was, was schon mal sehr interessant ist zu erkennen. Die Marktteilnehmer waren zuletzt sehr, sehr bullig. Kontraindikator zeigt uns also an, wir sollten uns eher auf die Short-Seite stellen. Zweiter Indikator, den wir uns angucken wollen, oder zweiter Vorfilter, ist die Saisonalität. Haben wir ja eben schon gemacht beim DAX. Und das wollen wir natürlich auch hier für den Euro-US-Dollar machen. Wir sehen hier insgesamt eine Schwächephase, die bis in den Mai hinein etwa läuft. Der April leicht positiv nochmal, aber wir sehen, der Januar ist der schwächste Monat des Jahres. Gut, der ist abgehakt. Februar leicht negativ, März negativ, April dann leicht positiv, Mai nochmal negativ. Insgesamt zeigt diese Durchschnittskurve, die blaue, klar abwärts. Wir können also davon ausgehen, rein von der Saisonalität, dass es bis in den Mai hinein nochmal zu einer Korrektur beim Euro-US-Dollar kommen könnte. Dritter Vorfilter, den wir uns angucken wollen, sind die COT-Daten, der Commitments of Traders Report. Und hier wollen wir uns ja auf die Commercials konzentrieren. Ich hoffe, das ist noch allen ein Begriff. Wir hatten das ja schon öfter mal aufgezeigt. Ansonsten können wir es in einem der nächsten Webinare gerne nochmal ausführlicher besprechen. Aber hier sind auf jeden Fall die Personen am Markt, die eben den Futures-Markt zu Absicherungszwecken benutzen. Also jetzt keine kleinen Spekulanten, die sind zwar auch natürlich in dem Markt unterwegs, aber wir möchten gucken auf die großen Marktteilnehmer, die den Markt zu Absicherungszwecken nutzen. Wir können uns das immer einfacher vorstellen. Beim Euro ist es etwas komplizierter. Beim Rohstoffen ist es natürlich sehr einprägsam. Wenn ich mir vorstelle, ich bin Produzent von Rohöl zum Beispiel. Was werde ich machen, wenn der Rohölpreis sehr stark steigen wird und ich habe aber Produktionskosten als Beispiel von 20 US-Dollar pro Barrel. Jetzt steigen wir auf 100 US-Dollar an. Dann werde ich natürlich versuchen, möglichst über den Futures-Markt schon einiges für die Zukunft zu verkaufen. Weil ich sage, ich produziere zu 20 und ich kann jetzt für 100 verkaufen. Super. Also versuche ich jetzt schon möglichst viel für die Zukunft zu verkaufen. Steigt der Markt auf 150, verkaufe ich noch mehr auf Ziel. Steigt er auf 200 oder 250, verkaufe ich noch mehr. Weil ich weiß, ich kann liefern, ich kann produzieren. Und entsprechend verkaufe ich dann und schreibe sozusagen den Preis in der Zukunft schon fest. Auf der anderen Seite habe ich große Abnehmer, die jetzt sagen, ich kaufe normalerweise ein zu 50 US-Dollar das Barrel. Jetzt fällt der Rohölpreis auf 20. Dann sage ich natürlich, super, ich weiß ungefähr, wie viel Barrel Öl ich ungefähr brauche. Also kaufe ich doch jetzt schon mal Futures, damit ich den Kurs zu 20 bekomme und nicht zu 50 einkaufen muss. Wer weiß, was 3 Monate später passiert oder 6 Monate später. Und diese beiden Händlergruppen, die großen Produzenten und die großen Abnehmer bei Rohstoffen, die werden zusammengefasst bei den Commercials. Und das ist eben die Netto-Positionierung, die hier unten abgetragen ist in dieser blauen Linie. Man muss das jetzt vielleicht auch nicht en Detail verstehen, aber wichtig ist, dass man einfach sieht, was passiert, wenn diese Commercials eine Extrempositionierung annehmen.
Und das sehen wir eben hier, zum Beispiel 2018, da waren diese Commercials deutlich netto short positioniert mit minus 200.000 Kontrakten. Das war die größte Short-Positionierung, die wir hier in dieser Historie seit 2011 gesehen haben. Was danach passiert? Es ging noch ein kleines bisschen bergauf, dann kam diese Top-Bildung, dann ging es deutlich bergab hier beim Euro-US-Dollar. Und ganz interessant ist, dass wir jetzt auch wieder so ein, ja, oder dass die Commercials deutlich netto short positioniert sind, hatten zuletzt sogar nochmal eine Extrempositionierung angenommen in ihrer netto short Ausrichtung, waren bei fast minus 300.000 Kontrakten. Hat es jetzt etwas abgeschwächt, aber insgesamt ist das natürlich noch ein sehr, sehr shortlastiges Szenario. Also diese Commercials sind deutlich netto short positioniert. Und vielleicht ganz interessant, ich hatte eben aufgezeigt, nachdem es hier diesen Abverkauf gab, hatte ich ja gezeigt, dass das Sentiment sehr, sehr bearish war nach diesem Abverkauf und die Marktteilnehmer dann davon ausgingen, es müsste weiter fallen beim Euro-US-Dollar. Genau in dieser Phase waren die Commercials deutlich netto long positioniert. Was danach passiert? Es ging eben ein Stück bergauf. Also COT-Daten werte ich ebenfalls als bearish. Heißt also, wir haben die drei Vorfilter, die uns anzeigen, dass wir beim Euro-US-Dollar eher nochmal davon ausgehen könnten, dass hier nochmal eine Korrektur einsetzt. Die COT-Daten zeigen dies an. Die Saisonalität zeigt dies an und auch das Sentiment war zuletzt sehr, sehr bullig. Auch das als Kontraindikator zeigt an, dass es beim Euro-US-Dollar noch zu einer Korrektur kommen könnte. Und jetzt ist es eben wichtig, nicht nur sich die Vorfilter anzugucken, weil das sind keine perfekten Timing-Instrumente, wie gesagt, sondern jetzt auf die Charttechnik zu achten und dann ein klares Trading-Setup sich herzuleiten. Wo möchte ich einsteigen? Wo möchte ich einen Stopp setzen? Wo liegen potenzielle Ziele? Weil das ist ja eben das Tolle. Dann haben wir nicht nur die Vorfilter, die uns diese klare Sprache anzeigen oder die klare Richtung, sondern auch noch die Charttechnik. Wenn die jetzt auch noch das Ganze unterstützt von der Preisebene, dann haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit oder eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, mit diesem Trade eben einen Treffer zu platzieren. Und damit, Stefan, übergebe ich dir das Wort. Jawohl. Und auch beim Euro im Verhältnis zum US-Dollar habe ich jetzt zunächst mal eine längere Kurshistorie in Anführungszeichen verwendet. Das ist jetzt zwar nur die Tagesbasis, der bringt mir jetzt auf den ersten Blick mal eine monatliche Betrachtung noch nicht so viel mehr an Erkenntnis. Was man allerdings hier sehr schön sehen kann, ist, dass wir eine technisch negative Divergenz ausgebildet haben. Das hier unten ist wieder der MACD auf Tagesbasis gerechnet. Wir haben steigende Hochpunkte im Währungspaar drin in Verbindung mit den fallenden Hochpunkten. Im Indikator ist eben ein klassisches Warnzeichen dafür, dass ein Rücksetzer bevorsteht. Der ist jetzt im Prinzip auch schon eingetreten beziehungsweise zumindest zum Teil abgearbeitet worden. Und insofern ist aus dem Signal jetzt erstmal keine weitere, kann man kein weiteres Kursziel mehr ableiten. Was allerdings interessant ist, ist von der fundamentalen Seite, dass sich die wirtschaftliche Erholung in den USA, ja, die schreitet einfach schneller voran und im Vergleich zu Europa, und das führt natürlich dazu, dass man dann in den USA eher Inflationsängste hat. Und vor allem auch, wenn man jetzt sich das neue Paket, das Hilfspaket der beiden Regierungen anschaut, das jetzt eben auf den Markt kommt und noch mehr Geld auf den Markt drängt. Und dazu jetzt gepaart mit der Tatsache, dass man Corona-bedingt in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr so konsumieren gekonnt hat. Das heißt, auch die US-Amerikaner haben da etwas mehr zurückgelegt, das natürlich dann wieder, wenn sich das Ganze aufhält, ausgegeben wird. Das heißt, ich habe auf der einen Seite Liquidität, die durch das Hilfspaket zur Verfügung gestellt wird. Auf der anderen Seite habe ich die höhere Sparquote, die wieder irgendwo verkonsumiert werden dürfte, und das Ganze sollte dann eben auch in ein Anziehen der Inflationsrate münden, und das führt eben dann dazu, dass die Notenbank in den USA da etwas eingeschränkter ist und dann eher vielleicht dazu neigen wird, die Zinsen anzuheben, als dies in Europa der Fall wird, und das Ganze spricht dann eben auch für einen stärkeren Dollar beziehungsweise für einen schwächeren Euro. Und das Ganze, wie gesagt, wäre jetzt fundamental der Hintergrund, wieso es da eben runtergehen sollte. Von der technischen Seite her haben wir eine klassische Trendwende drin. Wir sind unter die 1,20 gefallen, haben damit das letzte zwischen hoch, das wir hier im vergangenen Jahr markiert haben, haben wir schon leicht unterschritten. Ich würde jetzt nochmal abwarten, bis wir unter die 1,19 fallen, als nächsten
Auslösetrigger irgendwo als nächste Auslösemarke. Dann haben wir ein weiteres trendfolgendes Verkaufssignal. Dann liegt das nächste Kursziel zunächst mal irgendwo im Bereich zu 1,18. Das ist allerdings eher schwach ausgeprägt. Dann sind wir schon relativ schnell bei der 1,16. Und wenn auch diese Region nicht halten sollte, und dann zeigt die Richtung weiter und dann sind wir hier, sieht man, was die letzten Jahre hier mehrfach bestätigt worden ist, ist die Region um 1,12. Das wäre so das Kursziel für die nächsten Monate, was ich durchaus für erreichbar halte beim Euro. Das Ganze würde natürlich dann auch für die europäische Exportwirtschaft ein gutes Signal hergeben. Da ist es ja besser, wenn der Euro etwas günstiger ist, vor allem in Deutschland wäre es natürlich für die Autobauer dann auch ein schönes Signal, wenn wir einen billigen Euro haben. Muss man einfach mal schauen. Von der fundamentalen Seite, in Anführungszeichen, ist es auch noch so, dass selbst die neue Finanzministerin der USA, Janet Yellen, die war ja vorher die Chefin der US-Notenbank, die hat sich ja auch schon zum US-Dollar geäußert und hat gemeint, dass ihr der etwas zu günstig ist und den hätte sie gerne wieder etwas fester und entsprechend würde der Euro dann auch an Wert wieder abgeben. Also es gibt verschiedene Punkte, sowohl technisch wie auch fundamental, die in der nächsten Zeit für einen fallenden Euro sprechen. Da haben wir jetzt nochmal den Stundenchart hier vom Euro zum US-Dollar und da sieht man nochmal schön die Region um 1,20, was ich schon erwähnt habe, die hat einen Widerstand dargestellt im vergangenen Jahr, ist jetzt leicht nach unten durchbrochen worden und eine Bewegung läuft ja immer in verschiedenen Trendzyklen ab. Das heißt, ich habe ja immer wieder Gegenbewegungen, dann geht es nach unten, geht es wieder nach oben und das habe ich ja auch schon beim DAX erwähnt, ein steigender Trend setzt sich durch steigende Tiefpunkte zusammen, ein fallender Trend durch fallende Hochpunkte und die haben wir hier sehr schön auf der Stundenebene schon drin. Da fallen die Hochpunkte immer weiter und eine Trendwende sozusagen nach oben hin wäre dann erst zu erwarten, wenn das letzte Zwischenhoch überschritten wird. Das sind wir hier irgendwo bei 1,21 aktuell. Wenn es hier nochmal nach unten geht, wäre das letzte Zwischenhoch dann hier über bei 1,2070 so ungefähr. Und wenn ich jetzt eben eine Short-Position eröffne, dann würde ich zunächst mal die letzten Zwischenhochs da berücksichtigen. Das heißt, eine Absicherung würde ich zunächst mal bei der 1,22 wählen für eine Short-Position. Wie gesagt, dann die 1,19 mal abwarten. Da haben wir dann doch, wenn wir hier nochmal reinschauen, nochmal Bestätigungen drin gehabt, wenn die 1,19 fällt und dann habe ich das nächste trendbestätigende Verkaufssignal drin. Das heißt, da wäre die Einstiegsbedingung dann Stop bei 1,19 für eine Short-Position. Muss man hier der Hinweis, weil immer wieder Fragen dazu kommen, wir kaufen eine Short-Position, deswegen Stop-Buy. Das ist nicht zu verwechseln mit CFDs oder mit Optionen oder mit Futures, wo ich dann eine Short-Position verkaufe oder eine Position verkaufe und dann Short bin. Und in dem Fall mit Turbos oder Optionsschein kaufe ich eben einen Put oder eine Short. Und deswegen eben die Bedingung Stop-Buy. 1,19, der Stoppkurs bei 1,22 und die Ziele habe ich ja schon erklärt, sieht man hier auch nochmal schön auf der Stundenbasis, die 1,16 ist hier sehr markant und dann im weiteren Verlauf in den nächsten Monaten bis hin zu 1,12, was ich theoretisch durchaus für machbar halte und mit der Info übergebe ich dann an den Markus, der kann Ihnen dann zum Währungspaar Euro-Dollar dann nochmal zeigen, wie man auf der Website der DZ-Bank auch die passenden Produkte sich herausfiltern lassen kann. Ja, danke Stefan. Das ist das passende Stichwort. Du hast ja eben die Eckdaten für den möglichen Trade vorgegeben, deswegen wiederhole ich es ja auch nicht nochmal. Welches Instrument man eben wählt, hast du ja auch gesagt. Man könnte natürlich klassischen Put nehmen, aber wir haben uns dazu entschieden, hier einfach Ihnen mal zu zeigen, wie das mit dem Endlos-Turbo läuft, denn das ist ja das transparenteste Vehikel. Und ja, ich habe hier schon eine Vorauswahl getroffen und aus vielen, vielen tausend Produkten jetzt bei Endlos-Turbos sehen Sie, was ich ausgewählt habe. Hier hoffentlich auf der linken Seite einmal den Basiswert Euro-US-Dollar. Endlos-Turbo hatte ich bereits erwähnt und dann auf die Short-Seite gegangen. Und was man eben auch sieht, um das noch weiter einzugrenzen, konnte ich hier die Knockout-Barriere eingeben. 1,22. Stefan hat es gerade gesagt, dann als Ausstiegsniveau oder Knockout-Schwelle, wobei ich habe es hier ein bisschen breiter gefasst bis 1,23,5. Warum?
um Ihnen einfach zu zeigen, der Stefan sagt ja eben, dass das Szenario erst in Kraft treten würde bei ungefähr 1,19 dann. Und wenn wir 1,19 erreichen, dann sind wir ungefähr bei 1,22, knapp 2,5% entfernt. Wenn ich hier runtergehe und Ihnen mal das letzte Produkt hier zeige, dann sehen Sie, dann hätten wir wahrscheinlich ungefähr einen Hebel von 40. Dann wären wir 2,5% weg von dem aktuellen Kurs, der dann bei 1,19 wäre. Und dann hätten wir die 1,22 als Knockout-Schwelle und hätten dann einen Hebel von knapp 40. Ja, Sie können natürlich dann auch noch konservativer gehen. Sie könnten dann beispielsweise auch einen Hebel nehmen, der vielleicht dann nur bei 1,beispielsweise 1,24 liegt oder 1,24,5. Somit reduziert sich dann auch entsprechend der Hebel. Und was man eben auch sagen muss, ist, dass bei Währungen es ja auch so ist, dass die Volatilität dahinter kleiner ist als an den Aktienmärkten. Somit ist ein Hebel von 40 hier bei den Währungspärchen ja schon konservativer, als wenn man dann jetzt einen Hebel auf eine Aktie nehmen würde. Wenn Sie das ausgewählt haben oder hier die entsprechenden Parameter ausgewählt haben und sich für ein Produkt entscheiden und sagen, ja, das interessiert mich, das gefällt mir, ich nehme jetzt einfach mal das Letzte, dann klicken Sie einfach hier beispielsweise auf das Produkt. Und dann haben Sie alle Informationen, auf die ich gar nicht näher eingehen möchte. Aber Sie sehen alleine schon in der Überschrift, sehen Sie, dass es sich um Endlos Turbo Short handelt mit dem Knockout von 1,2341. Das ist ein endlos laufendes Produkt und Basiswert Euro US-Dollar. Und wenn Sie tiefer reingehen möchten, dann schauen Sie sich entsprechend hier Geldbriefspannen an, den Hebel an, den Chart an. Also Sie haben hier alle Möglichkeiten. Und somit kann man dann auch wieder zurückgehen und ganz schnell entspannt sich hier das Produkt auswählen in 3 bis 4 Schritten. Und möchte mich da gar nicht groß festlegen heute. Ich wollte Ihnen das nur gezeigt haben, wie Sie es auswählen nochmal. Das hilft auch nochmal für die Neuzugänge, die wir hier im Webinar auch dabei haben. Und hier sehen Sie in der zweiten Spalte den Hebel, in der ersten Spalte die WKN. Und hier gibt es Ihnen eigentlich ganz schön schon die Information, wie weit bin ich prozentual weg, entfernt am aktuellen Kursniveau von der Barriere oder was bedeutet es dann absolut in US-Dollar? Das ja, sind die Informationen, die ich weitergeben wollte. Insofern gebe ich wieder zurück. Wir haben noch knapp ja, 13 Minuten und dann kommen wir dann auch wieder zu den Einzelwerten, wo ich denke, wobei wir sind noch nicht bei den Einzelwerten, richtig? Wir machen noch ein bisschen. Genau. Okay, Ich und wollte gerade sagen, deswegen. wir müssen noch mal an Tempo jetzt ein bisschen zulegen. Gut, dann halte ich kurz immer, damit der Stefan am Ende auch noch vielleicht 5, 6 Minuten hat und sich 2, 3 Werte dann raussucht. Wir haben viele in der Box gehabt. Ich bin ruhig, kannst weitermachen. Alles klar. Genau, du hast gerade schon gesagt, kamen sehr viele Fragen rein. Von daher schnalke ich schon dazu, etwas schneller zu sprechen, aber wir können noch eine Schippe drauflegen, glaube ich. Also, wollen wir uns ganz kurz noch die Edelmetalle anschauen. Wir hatten ja schon des Öfteren hier auch im Webinar gesehen, dass wir in einer saisonalen Stärkephase sind. Warum? Wir wollen uns ganz kurz die Saisonalitäten für die verschiedenen Edelmetalle anschauen, also für Platin, Palladium, Gold und Silber. Fangen wir an mit Platin. Da sehen wir hier ab November, Dezember eine klare Stärkephase. Die zieht sich dann über den stärksten Monat des Jahres, das ist der Januar, der zweitstärkste der Februar, März leicht negativ. Dann starker April und leicht positiver Mai. Das heißt, insgesamt bis Mai haben wir noch eine positive Saisonalität. Das gleiche sehen wir auch, sorry, für den Silberpreis. Jetzt merke ich gerade, eine Sekunde. Ich muss hier auf die Saisonalitäten gehen. Ich habe aus Versehen die Sentiments angezeigt. Eine Sekunde. Saisonalität für Gold und natürlich auch für Silber. Also für Gold sieht das Ganze natürlich sehr ähnlich aus. November, Dezember schon positive Monate gewesen. Januar stärkster Monat des Jahres. Februar positiv, März leicht negativ. Dann aber nochmal eine saisonale Stärkephase über mehrere Monate. Also auch hier, obwohl man jetzt gesehen hat, dass der Goldpreis etwas zurückkam, saisonal zeigt das Ganze ganz klar aufwärts. Beim Silberpreis natürlich ebenso. Auch hier weiterhin eine saisonale Stärkephase. Januar sehr, sehr stark eigentlich. Februar ebenfalls. Also zeigt mir das auch an für das Edelmetall Silber, dass ich eher versuche, bei Korrekturen eben entsprechend auf der Long-Seite Einstiege zu finden. Was wir uns aber jetzt noch genauer angucken wollen, das ist eben Palladium. Weil Palladium finde ich momentan auf der Long-Seite super interessant, denn wir sind zum einen hier natürlich auch in einer saisonalen starken Phase. Wir haben den starken Januar gesehen, rein saisonal, im Chart nicht leider. Aber jetzt haben wir den stärksten Monat des Jahres. Das ist der Februar und saisonal betrachtet im Durchschnitt ist das,
der Monat, wo wir davon ausgehen können, dass der Palladiumpreis wirklich nochmal stark zulegen könnte. Und das zweite sind eben die COT-Daten und die sind auch sehr, sehr bullig zu werten. Wir sehen, dass die Commercials fast netto long positioniert sind, also sind fast hier an der Null dran. Und wir können ja mal sehen, was in der Vergangenheit passiert ist, wenn eine solche Positionierung eingenommen wurde. Zum Beispiel hier nach dem Corona-Crash war das der Fall. Danach gab es natürlich diese deutliche Aufwärtsbewegung wieder. 2018 war das der Fall, sieht man hier unten, blaue Linie. Und wenn wir jetzt hier oben das abtragen, auf der schwarzen Linie sieht man, was danach passiert ist. Und wir können weiter zurückgehen, 2016 zum Beispiel, danach gab es auch diese deutliche Aufwärtsbewegung. Das heißt, gerade Palladium finde ich momentan sehr interessant, weil nicht nur die Saisonalität für steigende Märkte spricht oder für einen steigenden Palladiumpreis. Februar, wie gesagt, der stärkste Monat des Jahres im Durchschnitt. Und die COT-Daten sehen auch sehr, sehr bullig aus. Von daher wäre das jetzt von den Edelmetallen momentan für mich zumindest der Favorit. Und auch charttechnisch sind wir zuletzt an einer wichtigen Marke von 2200 wieder nach oben abgeprallt. Aber damit kann der Stefan jetzt aufwarten. Und damit, Stefan, zu dir das Wort, dass du dazu noch mal kurz was sagst, wie das Ganze charttechnisch aussieht. Und dann kannst du ja noch auf den einen oder anderen Einzelwert eingehen. Genau, also hier nochmal ganz kurz zu Platin am Rande, da haben wir einen Aufwärtstrend drin. Ich habe hier mal die saisonalen Trades über den Jahreswechsel kenntlich gemacht, die wir normalerweise immer vorstellen und handeln. Und auch in dem Jahr sieht es hier sehr gut aus. Da wäre jetzt dann wieder eine weitere Tranche, die für eine Gewinnmitnahme anstehen würde. Insgesamt sind wir aus dem Trade auch in dem Jahr nicht mit einem Verlust rausgekommen, sondern auf jeden Fall mit einem Plus. Und da ist es eben so, wir sind über die 1000 drüber bei Platin, da, wenn wir jetzt auch noch die 1200 packen, dann habe ich ein weiteres trendfolgendes Kaufsignal drin und dann sieht es eben sehr positiv aus. Das ist der Palladiumpreis, einfach mal langfristig, dass man es gesehen hat. Da ist jetzt nicht so viel Dynamik drin, das sieht man auch hier in der Tagesebene. Wir sind hier so in einer kleinen Konsolidierungsphase gefangen. Für kurzfristige Trader mag es sich da anbieten, vielleicht irgendwo bei knapp unter der 2500 dann eine Short-Position zu eröffnen und so bei 2200 die wieder zu drehen in eine Long-Position, wer sich den Stress in Anführungszeichen geben möchte. Ansonsten würde ich da einfach mal warten, bis wir in die eine oder andere Richtung ausbrechen. Und zu guter Letzt, und da sind wir auch schon bei einer der ersten Leserfragen, der Goldpreis. Ingmar hat es auch schon gezeigt, der Goldpreis hat besonders Stärke, wenn der Aktienmarkt Schwäche hat. Das heißt, August und September ist er saisonal sehr stark. Momentan haben wir eine Konsolidierungsphase drin auf die Rallye, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und da ist es ganz wichtig, die 1,750, die als Unterstützung dastehen und die sollten nicht unterbrochen werden. Das heißt, wer eben da reingehen möchte und wenn der Kurs dann noch ein kleines bisschen zurückkommt, dann vielleicht knapp darüber so eine Abfischen-Order in den Markt legen und knapp darunter dann einen Stoppkurs. Das ist ein sehr schönes Trading-Setup. Nach oben hin habe ich dann bestätigende Signale, wenn ich dann über die 1900 beziehungsweise hier über das bisherige Jahreshoch bei knapp über 1950 drüber gehe. Das wären dann weitere Trendfolgesignale und dann ist eben davon auszugehen, dass der Goldpreis hier weiter anzieht. Von der fundamentalen Seite habe ich schon gesagt, Inflationsängste sollen dann auch unterstützend sein für die Edelmetalle und dabei speziell für den Goldpreis. Dann haben wir hier eine Frage gehabt, Procter & Gamble, die sind sehr dynamisch nach oben ausgebrochen im vergangenen Jahr, sind dann, da gab es hier bei rund 135 eine Unterstützung, das sind wir drunter gefallen, das Kursziel ist bei rund 125 erreicht, da ist eine sehr starke Unterstützung. Die sollte eigentlich halten, beziehungsweise wenn die nicht hält, habe ich ein weiteres Verkaufssignal und dann sieht es eben danach aus, als ob der Kurs weiter zur Schwäche neigt. Auch hier wird sich eine Abfischen-Order anbieten, wenn man etwas spekulativer unterwegs ist, irgendwo bei 127 vielleicht long und 124, 123 dann den Stoppkurs, wäre ein schönes Trading Setup für eine weitere Long-Position, denn wenn man das sich betrachtet, wir haben ja immer noch einen steigenden Aufwärtstrend per Definition, deswegen sollte es eigentlich hier dann auch weiter nach oben gehen. Dann kam die Frage zu Fresenius, ja, da hat es die Woche oder die letzte Woche hat es ja beide Fresenius
titelt etwas zerbombt: Die Mutter Fresenius und die Tochter Fresenius Medical Care, die sind ja deutlich in die Knie gegangen. Hat das Unternehmen eine Warnung herausgegeben und das sieht hier nicht sehr gut aus. Bei Fresenius selbst ist das letzte Zwischentief noch nicht unterschritten worden. Wenn es allerdings fällt, und dann sind wir da auch relativ schnell im Bereich 24, 25 Euro, was wir im Tief im vergangenen Jahr erreicht haben. Per Definition, der Abwärtstrend ist intakt. Wir haben hier fallende Tiefpunkte drin und ich sehe auch noch keinen Grund, wieso es hier eine Trendwende nach oben gehen sollte. Das heißt, wenn wir hier eine kleine Erholung drin haben, macht er mal das etwas deutlicher hier, wenn wir da etwas mehr in die Tiefe gehen. Wie gesagt, die fallenden Hochpunkte, wenn wir uns da in die Nähe nochmal erholen in Richtung 38, 39, dann könnte man das Ganze hier mit einer Einstiegslimit für eine Short-Position garnieren und das Ganze dann absichern irgendwo bei 41, 42, weil, wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass der Abwärtstrend weiter intakt ist, dann dürften wir in den nächsten Wochen und Monaten dann das Tief vom vergangenen Jahr bei, ja, knapp über 24 Euro erreichen. Hier auch nochmal der Vollständigkeit halber die Fresenius Medical Care, die schauen wir uns natürlich auch nochmal im Wochenchart an, der ist etwas aussagekräftiger momentan und da haben wir bei irgendwo 53 bis 55 Euro eine sehr massive Unterstützungsphase drin. Da sind wir jetzt wieder dran bei der FMC und wenn wir da drunter fallen und dann haben wir auch auf der langfristigen Ebene ein weiteres Trendwendesignal. Wir hatten das erste ja im Prinzip hier schon im Jahr 2019 und beziehungsweise 2018 und ja, wie gesagt, jetzt wäre dann ein weiteres Trendfolgesignal, wenn wir hier unter den Bereich 53 rutschen und dann sieht es danach aus, als ob wir da auch relativ schnell dann die Hochpunkte von 2007, 2008 erreichen. Da sind wir dann auch relativ schnell hier irgendwo im Bereich um 38 Euro. Also das Ganze sieht nicht sehr positiv aus, sieht eher danach aus, als ob die beiden Aktien auch in den nächsten Monaten noch etwas fallen werden. Dann kam eine Frage rein zu Gerresheimer. Da sieht es meines Erachtens nach sehr gut aus. Die Aktie war zuletzt im Sommer des vergangenen Jahres mit dem steilen Anstieg etwas überhitzt, lässt sich hier auch auf der Wochenbasis am MACD erkennen und das Ganze haben wir jetzt mit dieser Seitwärtsphase, mit dieser Konsolidierung hier abgebaut. Wir sind hier wieder auf neutralem Boden und von der Seite aus können es durchaus zu einer weiteren Aufwärtsbewegung kommen. Dann hätte ich im klassischen Sinn hier so eine Art Flaggenformation mit dem vorausgegangenen Anstieg und wenn es zu dem Ausbruch kommt, also da würde ich mal eine Stop-Buy-Bedingung so bei rund 105 legen, wenn wir da drüber gehen und dann ist davon auszugehen, dass wir da auch relativ schnell in Richtung 150 dann ansteigen können. Allerdings, da müsste man dann natürlich schauen, wo ist das letzte Zwischentief, weil aktuell sind die Zwischentiefs hier irgendwo um die 85. Wenn man da jetzt den Stoppkurs bei 82 oder was legen würde und eine Stop-Buy-Bedingung bei 105, das wäre schon ein bisschen sehr gewagt, gerade mit einer gehebelten Position. Deswegen würde ich da erstmal abwarten, ob dieses Einstiegssignal wirklich erfolgt und auf der anderen Seite, was ich momentan machen lässt, ist so ein Limit irgendwo bei 88 oder sowas und dann die Absicherung bei 82, das ist die spekulativere Variante, da haben wir noch kein Kaufsignal drin, kein Trendfolgendes, aber es sieht momentan nicht schlecht aus. Dann ist die Nachfrage gekommen zu der BioNTech. Da ist es eigentlich egal, ob Sie jetzt eine Moderna nehmen, eine BioNTech, eine CureVac oder was auch immer. Die Impfstoffhersteller, die zeigen sich besonders freundlich immer, wenn da die Hoffnung da ist, dass irgendwas passiert und wenn dann das Ergebnis bekannt gegeben wird und dann führt es eher zu Gewinnmitnahmen. Das hat man beispielsweise hier jetzt gesehen im Dezember. Da hatte ja Deutschland dann auch beschlossen, dass wir diesen Impfstoff von BioNTech zulassen in Zusammenarbeit mit der Pfizer. Und jetzt momentan ist es so, die Hoffnung, dass eben dieser Impfstoff dann auch die Mutationen, die britische, die afrikanische, gut
übersteht, ist eben da. Deswegen steigt der Kurs wieder. Und wenn wir da wirklich dann Bestätigungen drin haben, dann gehe ich davon aus, dass wir da auch wieder ein Stück weit zurückkommen. Und das Gleiche ist, wie gesagt, wenn es andere Impfstoffhersteller nehmen, bis auf eine AstraZeneca, die ist etwas abseits davon, die hat auch ein anderes Vorgehen von dem Impfstoff her, die ist etwas anders zu betrachten. Aber wie gesagt, in einem Topf jetzt BioNTech, Moderna zum Beispiel oder eine CureVac, die, ja, ich gehe davon aus, dass sie keine riesigen Kurssprünge mehr sehen werden, sondern eher das Ganze jetzt so langsam in eine Seitwärtstendenz übergeht. Ja, also da, das muss man einfach schauen. Dann haben wir noch Fragen drin. Jetzt muss ich schon leicht überziehen, aber ich gucke mal, dass ich da die letzten zwei, drei Werte noch durchbekomme. Eine Deutsche Bank ist angefragt worden. Die haben gute Zahlen eigentlich gebracht, sind allerdings zuvor schon abgetaucht. Da ist wichtig die Region um 10 Euro, 10,50 so ungefähr. Das ist eine klare Widerstandszone. Da müssen wir erstmal drüber gehen, bis sich weitere Kaufsignale ergeben. In der Regel folgt dann bei einem Anstieg über so markante Niveaus dann auch eine kleine Pullback-Reaktion. Das heißt, wir gehen vielleicht auf die 11 und gehen dann mal zurück auf die 10,50. Da wird sich nachträglich dann nochmal ein schönes Einstiegsniveau ergeben, das sich dann auch gut absichern lässt. Momentan, wie gesagt, müsste erstmal diese Region überwunden werden, dass sich der Himmel wieder aufhält. Wenn es da weiter nach unten geht und wir dann noch unter die 8 oder 7,50 fallen, dann habe ich weitere negative Signale drin, dann sucht der Wert erstmal seine Unterstützungen. Dann haben wir eine Bayer drin, da kamen auch Fragen dazu. Ich habe hier extra mal den ganz langfristigen Chart mitgebracht und das hier ist auf Wochenbasis, da sieht man der übergeordnete Trend, habe ich ja vorhin schon erklärt, fallende Hochpunkte, Entschuldigung, da sind wir immer noch drin. Wir hatten hier Anfang des vergangenen Jahres ein kleines Fehlsignal drin. Das ist aber dann gleich wieder herausgenommen, da wir das letzte Zwischentief unterschritten haben. Das heißt, wir sind per Definition immer noch in einem langfristigen Abwärtstrend drin. Und alles, was wir momentan sehen, ist eine technische Gegenreaktion momentan. Das ist noch keine Trendwende. Und mit dem Potenzial hat die Aktie hier durchaus noch bis 62 Euro Platz und dann muss man schauen, wie viel Dynamik ist da drin, wie viel Kraft ist da noch drin, ist der Titel dann überhitzt und oder ist er, wird es tatsächlich gelingen, da eine Trendwende zu vollziehen. Im Moment würde ich da einfach mal zuschauen, das wäre mir zu heiß, da jetzt schon eine Long-Position aufzubauen, zumal es sich eben schwierig absichern lässt. Aber im Lauf des Jahres könnte sich vielleicht hier tatsächlich dann auch eine Trendwende-Situation ergeben. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Thermo Fischer, da kam auch noch eine Frage rein, kamen natürlich noch viel, viel mehr Fragen jetzt, aber ich bin schon 2 Minuten drüber und ich hoffe, dass ich zumindest einen Großteil der Fragen damit beantworten gekonnt habe und vielleicht dann im nächsten Webinar am besten immer ganz frühzeitig die Werte reinstellen, dann kann ich sie schön vorbereiten und dann kann ich auch drauf eingehen. Also wie gesagt, eine Thermo Fischer, da haben wir momentan eine Konsolidierung drin. Wir hatten im letzten Jahr einen sehr steilen Anstieg, jetzt eben diese Konsolidierungsphase. Da ist es wichtig, dass wir in Kürze über die 540 US-Dollar drüber gehen und ein neues Hoch haben. Dann sieht es das sehr positiv aus. Dann haben wir hier sozusagen eine Konsolidierungsformation nach oben aufgelöst. Ist ein klares Kaufsignal. Sollte die Aktie dann mit Dynamik weiter nach oben gehen? Schwierig wird es hingegen, wenn wir da unter die 480 beziehungsweise sogar hier unter den Bereich 450 fallen. Dann habe ich ein Trendwendesignal drin und dann dreht sich das Ganze um. Dann wäre das nächste Kursziel, die Unterstützung bei 400, die getestet werden dürfte und wenn die auch noch unterschritten wird, dann sieht es eher negativ aus. Momentan, wie gesagt, ich sehe die Möglichkeit, dass wir nach oben ausbrechen, das würde ich aber abwarten, dass wir da wirklich ein neues Hoch erreichen und da drüber gehen und dann erstmal den Ausbruch abwarten, dass es kein fehlerhafter Ausbruch ist und dann vielleicht so mit einem Limit von 540 oder so dann nochmal nach dem Ausbruch nochmal reingehen. Das wäre ein schönes Trading Setup, wo man dann sich auch mit einem, ja, gibt es ja zwischendrin bestimmt noch irgendwo Tiefpunkte dann, wo man dann eben den Stoppkurs entsprechend an das aktuelle Geschehen anpassen kann. Soweit im Schnelldurchlauf den einen oder anderen Wert und jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass wir 4 Minuten drüber sind, übergebe ich an den Markus, der kann Ihnen dann noch was zum nächsten Webinar sagen. Ich verabschiede mich, wünsche eine erfolgreiche Börsenwoche und bis zum nächsten Mal. Ja, da kommen wir doch zum Abspann. Vielen, vielen Dank für
den Schnelldurchlauf und die verschiedenen Aktien, die du nochmal analysiert hast, auf die Schnelle natürlich, und hast versucht, so viel wie möglich aufzugreifen. Ich hoffe, das hat Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Überblick verschafft. Eine Stunde für die Moderatoren ist relativ kurz, immer gefühlt, das rast so durch. Für Sie hoffentlich auch, auch wenn vielleicht der ein oder andere Part für den einen oder anderen nicht so von Relevanz ist. Wir haben versucht, die entsprechenden Fragen zu beantworten und auch auf der Tonspur Antworten zu geben. Ja, was erwartet Sie nächste Woche? Sie sehen es am 15.2. Märkte am Montag. Da ist Benjamin Feingold und Daniel Saurens von Feingold Research bei uns zu Gast. Mein Kollege Falco Block wird hier durch das Webinar führen. Und diejenigen, die bei diesem Webinar Märkte am Montag öfters dabei sind, da nehmen wir uns ja hauptsächlich zwei Aktien raus, die hier analysiert werden. Und natürlich auch dann marktnahe Informationen werden auch verarbeitet. Aber so viel kann ich sagen. Wir haben uns aktuell für zwei Werte entschieden. Einmal Auto 1, da gab es ja letzte Woche den Börsengang, und dann noch einmal ein US-Wert, Netflix dazu, das vielleicht auch, um da vielleicht die Bandbreite mal abzudecken. Ja, wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche einschalten und zuhören, wieder dabei sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Stefan und Ingmar. Und Ingmar, dir wünsche ich insbesondere einen schönen Restgeburtstag. Ich hoffe, du kannst noch etwas abspannen. Lass es dir gut gehen. Ja, und wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche beim Kollegen einschalten. Und ja, wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und eine gute Restwoche, aber bezogen auch erfolgreiche Trades. Es sieht ja aktuell ganz gut aus. Ja, dann verabschiede ich mich und ja, wünsche einen schönen Feierabend. Tschüss.